Herzlich willkommen zu meiner Feuerkarte Evo Thüringen. Wir machen aktuell Häckselgut, fahren alles rein in Silo und wir verteilen ein bisschen gleich. Und sonst überhaupt nichts. Sonst fahren die ein, zwei Mal und schon stehen die fest. Runterlaufen ist auch noch, ne? Dann bringt ein bisschen mehr was. Weil den Berg müssen wir weg haben. Unsere Traktorenfahrer mögen das nicht. Hier haben wir noch Regen, Regen, Regen. Leider Regen, viel Regen. Aber gut, Mais geht jetzt im Glück bei Regen, ne? Nun gleich verpissen. Ups, upsi, nicht in die Wand fahren. Oh, of course, ne? Prost! Dann nehmen wir einen schönen Berg. Leider hat er vorne so ein Teil nicht an. Weil vorne ist das nicht vorgesehen. Aber gut, was soll's. Das scheint zur Zeit zu laufen, dass das die Ernte. Die müssen wir wieder drehen, andersrum. Aber ich muss mein Bild nicht umstellen, weil ich rückwärts fahre. Das ist ein bisschen anders. Beziehungsweise, ich komme nicht mit klar. Und dann werden wir halt vorne an der freien Fläche. Wir werden sowieso hier vorne hinterher wegfahren müssen. Weil das meiste geht so draußen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Weil. Sonst kommen wir am Ende nicht hoch, ne? Wir tauschen mal rechts und links. Aber irgendwie geht das schon. Oh, genau. Wenn die so verteilt werden, sonst kommen die nicht rüber, die Bühne. Oh, das rumst. Wenn wir Lenko nehmen. Fein, fein. Ja, ich fahr schon weg. Wo es ganz gut war, weil ich hatte ein bisschen weiter vorne abgekippt.
müssen wir von vorne ran. Das von entsprechend von vorne verteilen. Kommen wir nicht durch. Das ist eher nicht. Haben wir schon eine Menge? Oh. Schon reichlich. Ich glaube, eine Million war gewesen. Da kriegen wir noch ein Silo voll. Da können wir ein ganzes Jahr von zehren. Aber einmal machen wir Silageballen. Da werden wir aufgrund der Fruchtfolge auf dem Feld jetzt Gras anbringen, aussehen. Und dem wir es gepflügt haben. Aber alles zu seiner Zeit. Und jetzt aktuell haben wir noch zu tun. Wenn die Ernte fertig ist, dann können wir über darüber nachdenken. Wir haben noch mindestens zwei Felder, drei haben wir noch. Ein Sojafeld haben wir und Weizen und eine Gerste haben wir auf einem Feld. Gerste haben wir noch zweimal. Die Zeit scheint zu klappen, ne? Man soll sich beschreien, ne? Irgendwann her klappt es auch nicht mehr. Weiterfahren, Junge, weiterfahren! Verteilen! Ja! Nur alles allein machen hier! Da haben wir fast voll die Ecke hier! Naja, fast! Alles schön durchtankt mit Regen, na ja, gut. Ideal ist es normalerweise nicht. Denn die Gärflüssigkeit muss irgendwo bleiben, ne? Also. Dann wächst da nichts mehr, wenn es hinläuft. Schön, schön verteilt, schön. Ne, Justin? Schönes Holz. Er weiß, warum man das sagt. Brauche ich mir erklären. Wenn er gerade schaut. Er hat ja auch bald wieder Schule. Hat er keine Zeit. Und darf nicht vor allen Dingen. Und darf er ehrlich. Passt nochmal auf, aber nicht so betreibt. Richtig so. Kann das früher nicht gehabt. Kein YouTube, kein Computer. Es gab es halt nicht.
konnten uns anders beschäftigen. Ist ja so, ne? Das waren andere Zeiten. So, bald einen anderen Punkt wieder zu abladen, ne? Und ob das so gut war? Ja, so ist besser. Der nächste Körper geht ja wie am Laufband hier. Der Wahnsinn. Oh, das läuft. Keine Ahnung warum. Man läuft nicht, ne? Maiswoche, sagt man so, ne? Aber leider ist das so, ne? Bei der Größe der Felder ist es immer so, dass man längere Zeit mit einer Sache beschäftigt ist, ne? Genauso wie mit Flügen oder mit Aussaat, das ist ja leider. Was ich mal schauen wollte, sind die Tiere, ob die genug Futter haben. So, Kühe, Futter haben sie genug, Wasser auch. Wasser haben sie als Notenpumpe und die anderen auch noch genug. So, sehr gesund. Gewicht ist schon mal nicht schlecht. Alter 1,1, bei 2 Jahren werden die verkauft. Also Milchkühe. So, 0,7, 0,6, 0,5. Da werde ich nachher die einen separaten Stall bauen. Kann auch die kleinen Kälber nicht so einen großen Bullen dazu geben. Die Milchkühe behalten wir und die Bullen gehen dann entsprechend früher oder später. Ja, nach gewissen Zeiten unseren Maststall rein, wo die Bullen sind, und die anderen Tiere gehen entsprechend zu den Kühen entsprechend dazu und dürfen dann entsprechend einreihen. Ich persönlich glaube auch nicht daran, dass wir so viele Jahreszeiten schaffen, dass wir sagen können, oh, die sterben die Tiere, weil sie so alt sind. Das glaube ich eher nicht. Dann seien wir ehrlich, pro Woche, 2 Tage schaffen wir rund. Und aktuell durch die Ernte auch bedingt dadurch auf einspielen. Jetzt werde ich auch näher umstellen auf 3 Tage Jahreszeit.
kommen doch ein bisschen schneller voran. Ja, seitentechnisch. So, Platz machen, Junge. Zu spät. Du musst vorwärts fahren. Oder rückwärts. Rückwärts. Ja, viel gesehen haben sie früher nicht, ne? Ja. Und mal schauen, dass wir den Punkt nicht ändern und abkippen. Entweder ganz hinten zum Schluss oder mehr in der Mitte oder mehr links. Von hier aus gesehen. Solange die gut fahren und die bloß nicht ändern an der Aktion hier. So, liebe Schauer, das soll es für heute auch wieder gewesen sein. Auch eine Runde Mais. Das ist leider so. Jetzt sag mal Tschüss in den Winkel. Ciao, ciao. Ja, du siehst ja vielleicht im nächsten Folge wieder. Das war wieder Mais. Aber mal schauen, dass wir den Strom in Gang kriegen. Dann sagt man hier auch Tschüss bis, ja, vielleicht morgen vielleicht, ne? Tschüss. Morgen oder heute. Heute. Tschüss.